So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mod and Played Warband Staffel 4, Folge Nummer irgendwas im 50er Bereich, denke ich mal. Ich weiß nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Wir hatten ja letzte Folge ein Problem, das ist aber, glaube ich, weg. Weil ich habe ohne Aufnahme gestern nochmal hier reingeschaut und wollte einfach mal gucken, weil wir hatten ja dieses Moralproblem, dass sie alle keinen Bock mehr haben. Da war die Moral irgendwie bei 4 oder sowas. Und dann habe ich mich mal ganz kurz bewegt, also bin ein bisschen rumgelaufen und dann war die auf einmal auf 41. Entschuldigung, seriös, natürlich, wie immer. Weil da war irgendwie Vorfälle der letzten Zeit übelst, also noch härter im Minus. Keine Ahnung, aber jetzt, wo ich die Truppen irgendwie weggepackt habe, ist die Moral auf einmal wieder ein bisschen weiter nach oben. Ich denke, ich hoffe mal, das können wir immer machen, wenn die Moral unten ist, weil das wäre gar nicht so schlecht. So, dann seht ihr, die ist jetzt durchschnittlich. Ist ganz gut. Weil dann könnten wir uns ja jetzt eventuell wieder ein paar Leute nehmen. So. Na, guck mal, die sind dann nicht mal voll ausgebildet. Das ist sehr gut. Kommen so ein paar Gunner. Sind auch nicht voll. Aber ein paar Elite nehme ich mir mit. Ich habe halt immer noch absolut keine Ahnung. Von den Truppen hier. Da komm, ich nehme auch gerne mal ein paar Reiter mit. Hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Oh, die sind sogar alle Dingens. Ich habe gerade aber, glaube ich, ziemlich viele Fernkämpfer, oder? Ja, oh mein Gott, ich habe nur Fern. What? Ich glaube, ich sollte mal ein paar da lassen. Ich habe echt viele Fernkämpfer. So, hier habe ich nochmal so zwei Reiter. Spearman. Der ist auch noch nicht voll. Dann nehme ich nochmal 10 von denen mit. Ach, die sind auch noch gar, ach, die sind noch gar nicht ausgerüstet. Nice. Also noch nicht Elite. Das ist sehr gut. Ah, die sind aber voll, oder? Ja, dann nehme ich mir nochmal 10 Stück von denen mit. So ein bisschen Elite will ich zum Schutz doch bei mir haben. So, was nehmen wir uns denn noch mit? Nanbu, Spearman. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal ein paar mit. 50. Ah, ein bisschen mehr, okay. Nanbu Officer nehme ich mir nochmal mit. Sind auch schon voll. Ich weiß, ich hatte davor nicht so viele Elite-Truppen, glaube ich, aber wir haben ja, das passt schon, glaube ich. Wir haben ja noch ziemlich viele, die wir ja ausbilden können. Ist das ein Nahkämpfer? Ich habe gerade absolut keine Ahnung. Oh doch, das ist schon der Infanterie. Wir waren die jetzt nur hier. Einer, der ist wahrscheinlich auch voll. Ah nee, ich will jetzt eigentlich nicht so viele. Ich will noch ein paar Leute ausbilden, Mann. Guck mal, die können wir locker ausbilden, oder? Ne, fuck, lol. Fuck. Ich hatte nur 20, ne? So, tut mir leid, es dauert jetzt gerade ein bisschen, aber ich hätte gerne, ne? Ich will hier. Hier, guck mal, die können wir doch. Diese Samurai. Ja, die können wir noch ausbilden, perfekt. Gut, dann haben wir wieder einen vollen Trupp. 150 haben wir in Nara drin, das ist sehr gut. So, dann müssten wir aber trotzdem jetzt eventuell mal ein bisschen fighten. Nur die Frage ist, wie machen wir das? Wir haben ja noch diesen Waffenstillstand mit den, mit allen eigentlich. Mit Wegiers, aber den will ich ja auch behalten. Und der Mogami-Clan, mit denen haben wir noch 3 Tagen, 3 Tagen, Alter. 3 Tage Waffenstillstand. Gut, ich glaube, ich gehe doch aber wirklich mal ein bisschen in Richtung Süden und guck einfach mal, was da so abgeht. Wie viele Leute sind die eigentlich drin? 92, das ist ganz gut. So, Essen haben wir gar nicht mehr so viel, aber das passt eigentlich schon. Können ja eigentlich nochmal shoppen gehen, mal sehen, ob wir irgendwas bekommen. Und dann würde ich mal gerne irgendwie größere Banditentruppen oder so. Laufe ich überhaupt? Hallo? Ich laufe, perfekt. Dann will ich mal gucken, ob ich irgendwie so größere Banditentruppen im Süden finde. Oh, die haben das eingenommen.
Das ist eigentlich ganz gut, das können wir uns zurückholen, wenn wir dann wieder Krieg mit den Gelben haben. Und ich hoffe mal, wenn wir Krieg mit den Gelben haben, dass sie nicht wieder alle sich gegen uns stellen. So dass wir zumindest die Blauen irgendwie als Verbündete haben oder zumindest neutral. Ich gehe kurz zum Marktplatz, weil Trauben. Ich würde gerne aber mehr als nur so Trauben mitnehmen, keine Ahnung. So ein bisschen Abwechslung im Essen. So, oh, guck mal, hier hatten wir gerade Banditen. Laufen hier Banditen rum? Oh, Deserteure wären richtig geil. Aber die sind viel zu schnell, wa? Ach, Mann. Charakter. Kann ich mir eventuell. Wegfindung war das, ne? Kartengeschwindigkeit. Oh, kann ich sogar. Kartengeschwindigkeit des Trupps? Nice, okay. Jetzt sind wir schnell. Weil ein Kampf gegen Deserteure würde uns ja mal. Nice. Das ist zwar wahrscheinlich ein harter Kampf, aber hallo? Das gibt uns halt unglaublich viel Truppenmoral, denke ich mal, weil wir endlich mal einen richtigen Kampf haben. So, hier ist sogar die perfekte Position. Ach, da hinten, okay. Nice, die haben nicht mal Pferde. Oh mein Gott, wir haben gerade... Wow. Auf den Kampf freue ich mich. Jetzt haben wir endlich mal diese erhöhte Position, Alter, ganz ehrlich. Und dann auch noch in einem unwichtigen Kampf, weißt du? Richtig unfair eigentlich, aber gut. Ja, guck mal, die laufen... Wow, die laufen auch noch so hart zusammen. Das... Es ist ja wie, als ob wir Mount & Blade-Wolven spielen würden. Die laufen halt auch noch perfekt zusammen. Ich glaube, es gibt sogar einen Befehl, dass man die auch, dass die irgendwie so ausscheren. Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Oh mein Gott. Oh. Lol. Es gibt sogar gutes Bogenschießtraining. Für mich. Obwohl ja Bogenschießen bis jetzt nicht so viel gebracht hat. So, ich würde sagen, wir greifen einfach mal an. Ich habe ja auch ein paar Pferde. Das macht das alles noch angenehm. Die haben auch nur Bogenschützen, oder? Kann das sein? Neue Feinde, okay. Boah, also wenn das nicht die Moral meiner Truppen steigert, wow. Ganz ehrlich. So. Wir machen das gleiche nochmal, oder? Ah ne, es sind nicht mehr viele, komm. Ich wollte mir einfach nur nochmal das Gemetzel angucken. Aber gut, dann hauen wir einfach drauf. Ja lol, die hauen ja übelst rein, diese Bogenschützen. What the fuck? Kann ich ja gerade richtig enjoyen. Oh Katrin, den Kill hättest du jetzt aber machen können, ne? Ein bisschen Training für dich wäre auch nicht schlecht. Sehr schön, Männer. Ohne Verlust hätte ich das gar nicht erwartet, gegen so viele Leute. Aber wir haben auch wirklich einen guten Trupp, glaube ich. So, ich hoffe, das gibt euch jetzt mal ein bisschen Moral, meine Freunde. Ich glaube, ich muss mal echt ein paar Nahkämpfer ausbilden. So, hier haben wir noch einen Gunner, der ist aber noch nicht voll. Und dann ein Officer. So. Gut, das ist ganz gut jetzt gewesen. Hat das jetzt auch Moral gegeben? Ich weiß nicht. Ah ja gut, ich kann ja auch ein Ding gucken. So, warte, Berichte. Der Truppmacher ist immer noch 41. Vielleicht bringt's Kämpfen ja doch nicht so ganz. So, wir dürfen jetzt eigentlich auch mittlerweile echt viele... Ah, die werden jetzt immer weiter ausgebildet, bis sie komplett ausgebildet sind. Nice. Okay, das wird gut. Dann haben wir da mit der Zeit 60 Elite-Truppen drin. Das ist geil. Das ist richtig geil. So. Ich weiß nicht, das Ding ist... Na komm, wir nehmen uns zwei Gunner natürlich. Und dann nehme ich mir noch zwei Reiter, warum nicht? Oder? Habe ich gerade zwei Reiter gemacht? Kann das sein? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch, hier. Die beiden. Stimmt. Und hier auch noch. Gut, ein paar Reiter. Da habe ich eigentlich Bock drauf gerade. Das Ding ist, ich würde jetzt echt gerne Krieg machen.
okay, in einem Tag läuft unser Waffenstillstand aus, dann könnten wir halt eventuell wieder Krieg machen. Nur ich weiß halt wirklich nicht. Ah, gut, ich gehe lieber vielleicht nicht durch deren Gebiet. Okay, jetzt haben wir schon gar keinen Waffenstillstand mehr. Wir könnten jetzt eventuell, ne, wieder ein bisschen Faxen machen, aber ich weiß halt nicht, wie sich das auf die anderen auswirkt. Und ich weiß nicht, ob unser Trupp gut genug ist. Und das Ding ist halt, ja, die Moral ist jetzt schon wieder unterdurchschnittlich. Wir müssen eigentlich fighten. Eigentlich würde ich gerne mal zu dem Lord von denen hier gehen. Da weiß ich halt nicht, wo der ist und ich. Ja, gut. Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie aushandeln kann, dass man. So mäßig sagen kann: Ja, gut, Digga. Wir machen jetzt so. Wir verbünden uns gegen die. So, Gunner nehme ich. Dann nehme ich noch einen Veteran. Brauchen ja nicht nur Pferdetypen. So, das Dumme ist, ich muss jetzt ganz weit in den Norden gehen, das kostet uns Zeit. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Wege-Hauptmann gehen kann und sagen kann: Ey, Digga, lass mal verbünden gegen die. So, dass der halt nicht gegen uns geht, aber ich erkläre denen jetzt den Krieg. Ich weiß nicht, ob wir vorbereitet sind, aber einfach nur, weil meine Leute sich darauf dann übelst abfangen werden. Mogami waren die, ne? Mogami-Clan. So, die hassen mich jetzt alle wieder ein bisschen. So. Ja, guck. Okay, die haben auch. Okay, ich glaube, es gibt sogar diese verbündete Sache, weil sonst hätten die einen, glaube ich, nicht instant gegen uns Krieg erklärt. Aber ich glaube, die anderen sind relativ unwichtig. So, dann würde ich sagen, führen wir direkt mal einen Feldzug durch. Da hätte ich eigentlich relativ Bock drauf. Nur wir sind halt, glaube ich, nicht wirklich vorbereitet. Weil, guck mal, Bunduk hier hat 18 Truppen, das ist absolut gar nichts. So, mit Wege haben wir jetzt, warte mal kurz, ich geh mal. Ich muss mal jemanden entsenden. Moment, nochmal ganz kurz gucken. Gut, ich habe Konstrukteur, das heißt, wir können eigentlich jeden entsenden, den wir wollen. Ich will jetzt jemanden ins Wegereich schicken, der sagt: Ja, Digga, lass mal Waffenstillstand machen, bitte. Königreich Wegier. Non-Aggression Treaty, okay, aber was ist denn der Unterschied zu Waffenstillstand? Ja, warte mal, ich möchte jetzt kein Geschenk schicken. Warte. Was habe ich da gerade angeklickt? Botschafter entsenden, Wegier, Waffenstillstand. Katrin soll mal dahin gehen. Ah, der hätte ich vielleicht ein bisschen Überzeugungskraft geben sollen, wa? Ja gut, egal. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Nein, die Moral ist niedrig. What the fuck? Nein, ich brauche neue Leute und ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen, fuck. Ah, das kann nicht sein, dass wir jetzt wieder. Ach Mann. Ich glaube, fürs Kämpfen sollte ich aber auch. Das Ding ist, ich hätte mir Geld von meiner Bank rausholen sollen, weil ich habe absolut gar nichts mehr. Fuck. Warte mal, hier die Spearmen. Ich brauche jetzt Elite-Truppen, wenn wir fighten. Na, wenn wir den besiegen würden. Oh lol. Boah, hat was belagert. Der darf das aber nicht ohne meine Einwilligung, oder? What the fuck? So, ich denke mal aber auch, dass Nara relativ safe ist jetzt. Wir haben Weg mit Wege. Leute, die haben uns sogar was bezahlt. Ach, leider kann ich euch nicht wieder aufnehmen. GG. Aber wir haben mit Wege. Das sind doch Wege. Bitte sag mir, dass das Wege sind, Alter. Jawohl, wir haben mit denen einfach Frieden geschlossen. Okay, die haben wir jetzt. Oh Gott, da. Da ist der Great Lord, Alter. Ja, jetzt ist wieder einer weg. Wir machen Minus. Okay, wahrscheinlich wegen meiner Truppe, ne? Die ist ziemlich groß. Wow, und ich habe echt gar keinen, der mich unterstützt, oder was?
Oh, da hinten kommt noch jemand. Ein 40er Trupp, aber es ist halt absolut gar nichts. So, ich warte noch mal ein bisschen, bis der... Ja gut, das interessiert ja keinen. Ah, die belagern selber, was? Gut, dann können wir eigentlich hier, glaube ich... Können wir uns die Burg sogar zurückholen? Na gut, die kann jetzt auch wieder zurückkommen. LOL, Alter, es verlassen uns so viele Truppen. Wir müssen irgendwie kämpfen und was einnehmen, Alter, glaube ich. Wir müssen generell mal ein bisschen gegen die vorgehen. Also jetzt nicht nur hier durch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier übrigens drin sind. Aber wir müssen generell kämpfen, glaube ich, damit die ein bisschen motiviert sind. Ich hoffe, das hilft auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft. Die Moral regt mich halt gerade ein bisschen auf. Ich weiß nicht, was das Problem ist. So, und hierfür brauche ich auf jeden Fall Verlustbericht, ne? Den haben wir ja, glaube ich, den haben wir an. Gut, das Ding ist, ich treffe den nicht. So, geht doch mal bitte alle durch, Männer. Dann können wir hier alle zusammen schön alles zerficken. Das wäre relativ angenehm. Weil die haben absolut gar keine Leute, ne? Hier sind halt nur 20 drin, glaube ich. So, und die kriegt auf jeden Fall Bunduk, die Burg. Weil das habe ich mir ja noch aufgeschrieben gehabt, dass der nichts hat. Da könnte ich ja eventuell der Katrin oder so noch eine Burg geben. Oder ein Dorf, besser gesagt. So, das ist natürlich ein schnelles Ding hier. Müssen wir halt nur schauen, dass wir das auch halten können. Aber mit den Weges haben wir jetzt einen 40-tägigen Waffenstillstand, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall not bad at all. So, der soll mal aufhören, sich so dumm zu bewegen. Dankeschön. Müssen wir gar nicht erst da hochgehen. Leute, wir haben echt viele Leute, glaube ich. Wir haben schon geschafft. Nice, okay. Das war aber auch zu erwarten. Keine Verluste, ist ja gut. Hätte ja sein können, dass einer aus irgendeinem Grund... down gegangen wäre. So, okay, uns verlassen halt aber wirklich sehr niedrig. Wie kann unser Dingen sehr niedrig sein, Mann? Ich glaube, ich habe zu viele Leute im Trupp. Kann das sein? So, wir müssen doch jetzt ein... Ich will Moral, meine Freunde. So, okay, wir haben jetzt... Hat... Bunduk hat kein Lehen, wie gesagt. Aber sonst hat jeder ein Lehen. Bunduk. So, der kriegt das natürlich, dann kann ich ihn auch von der Liste streichen, dann hat jeder jetzt ein Lehen, dann ist jeder happy. So, mit Borsche habe ich nur 29 Dingens, das ist low. Ich rekrutiere, ich habe kein Geld für Freiwillige rekrutieren, das ist natürlich dumm. Und da sind 61 Leute drin. Und jetzt müssen wir mit denen fighten, so, unsere Truppenmoral ist wieder sehr niedrig. Und ich bin dick schneller als der. Okay, den haben wir, perfekt. Ich hoffe halt einfach nur, dass wir... Wow, wir sind halt in so einem blöden Tal ungefähr. Ah, das ist ein bisschen dumm gerade. Ich hoffe halt einfach, dass das jetzt mal unsere blöde Truppenmoral steigert, ganz ehrlich. Weil das ist immer ein bisschen... Weil wenn uns jetzt ganz viele Leute lieben, das sind auch Elite-Leute, die ich hier gerade habe, Mann. Also das wäre ziemlich blöd. Das ist ziemlich uncool. Kann natürlich auch irgendwie dran liegen, dass ich so einen gemischten Trupp habe, dass natürlich irgendwie so andere Leute hier drin sind in meinem Trupp. Aber das ist meinen eigenen Leuten nicht gefällt. Den Ex-Nanbu-Leuten, aber naja, mal schauen. Aber das waren ja wohl noch nicht alle, oder? Das sind nur 54. Sind 54, da kommt ja noch ein Trupp, oder nicht? Sollen wir die alle jetzt schon besiegt haben? Lol? Ja, gut. Ah, ne, es waren nur 30. Ja, der hat es leider geschafft zu fliehen. Die Moral ist aber sehr niedrig. Mann, Leute, was ist denn los, Alter? Ganz ehrlich. Ja, ich habe hier auf jeden Fall Mogami-Leute drin. Ich glaube, die muss ich freilassen, Mann. Es tut mir leid, auch wenn das übelst die harten Leute sind. Nanbu. Das sind alles Nanbu-Leute. Und dann... Ich mach das einfach mal. Freilassen. Nanbu. Nur diese Mogami-Leute, nicht?
Hier, den auch noch. Mann, das tut jetzt weh, aber ich hoffe einfach, es hilft. Mich einfach hier Leute vom eigenen Volk gefangen nehmen. Nice. Hier habe ich noch einen. Nambu, 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 Nambu. Die Moral ist aber immer noch sehr niedrig. Leute, wir haben gerade eine Burg erobert und alles Mögliche gemacht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist jetzt übelst blöd. So, ihr dürft wieder nach Hause gehen, wenn ich ehrlich bin. Moral ist sehr niedrig. Reden. Kann ich mit euch reden, Alter? Boah, das ist blöd, das ist so blöd, Mann. Wir haben jetzt gekämpft und ach, alles, Mann, das. Oh, Bericht. Truppenmoral 19. Warum? Hier, guckt, es gibt auf jeden Fall minus 3. Aber okay, die Truppengröße ist es gerade einfach. Gerade ist es einfach nur die Truppengröße. Ich muss Leute rausschmeißen. Ich muss Leute einfach. Aber ich brauche doch einen 100er Trupp, Mann. Was ist los mit meinen Männern? Sind das Pussys oder was? Warte mal, gut. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach. Moral ist sehr niedrig. Ja, wow. Gut. Das ist uncool. Bin ich behindert? So, jetzt. So, hier haben wir natürlich auch einen Mogami-Typ drin, aber ist relativ egal jetzt. Okay, jetzt habe ich nicht mal mehr Geld. Den tue ich nach oben. Ich habe jetzt natürlich ganz gut. So, guck mal, wir tun jetzt einfach mal ein paar weg einfach. Damit wir nur noch 100 haben ungefähr. Dann haben wir jetzt noch 100 Truppen. Truppenmoral 17. What the fuck, Alter. Ich muss übrigens mal jetzt ein bisschen Geld abholen. Das kann nicht sein. Uns verlassen so viele Leute. 5 Stück, als ob. Das fuckt mich gerade übelst ab. Was soll ich machen, Mann? Truppenmoral 23. Niedrig. Aber Mann, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Als ob. Das ist so ein Abfuck gerade. Das macht uns gerade alles kaputt, Mann. Gerade jetzt, wenn wir im Krieg sind, das ist übelst behindert. Nee, zu dir wollte ich gar nicht. Hier. 3000 haben wir nur, das ist ziemlich uncool. Was ist euer Fuck-Problem, Alter? Ganz ehrlich. So, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen shoppen gehen. Wir haben jetzt auch gar kein Geld, Mann. Ach, das ist blöd. Gut, da habe ich gar nicht gemerkt, dass die Folge schon 23 Minuten lang ist. Oh mein Gott, Alter. Ja, wir sind wieder fucked. Okay, Leute. Mal sehen, ob wir das hier wieder verteidigen können. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge. Haut rein. Bis dann, oder? Ciao.